Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr gerade gesehen habt, standen wir an einem richtig coolen Stellplatz, an einem Wasserfall. Also wirklich mega cool. Wir sind gerade weggefahren, weil es ein bisschen laut war. Also wenn ihr mit Dachzelt unterwegs seid, solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch da hinstellt, weil es da wirklich sehr laut war und das Zelt in der richtig nass war. Aber es hat sich trotzdem total gelohnt. Und ja, wir reisen wieder. Also wenn ihr es mitbekommen habt, wir waren ja jetzt eine anderthalbe Woche gezwungen, nicht zu reisen, weil Ernie eine Zahn-OP hatte. Aber das will ich jetzt nicht nochmal alles aufrollen. Das könnt ihr alles auf Instagram nachsehen. Da habe ich jetzt auch ein Highlight erstellt. Und wir haben heute auf jeden Fall auch coole Sachen vor. Genau, also wir haben heute auf jeden Fall einen See auf der Liste, einen Bergsee. Genau. Der liegt auf 2200 Meter Höhe. Und danach wollen wir noch uns zwei Wasserfälle anschauen. Genau, die sahen eigentlich auch ganz cool aus auf den Bildern. Und das hoffen wir, dass ihr das dann auch seht in den nächsten Clips. Genau, viel Spaß. So, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gekommen und jetzt ist hier aber eine große Schneemasse, die unseren Weg kreuzt. Und eigentlich müssen wir halt hier noch weiter. Aber das ist so fest. Aber krass, schaut euch mal hier die Landschaft an. So, wir haben jetzt überlegt, halt den Schnee wegzumachen. Und Jason fährt jetzt mal ein Stück vor, um halt zu gucken, bis wohin wir überhaupt fahren müssen. Wohin wir überhaupt den Schnee wegmachen müssen. Mal gucken. Es ist halt eben nur diese eine Stelle und da unten, da ist schon das Dorf, da ist dann auch schon der See in der Nähe, wo wir eben hinwollen. Ja, da ist irgendwie der spielt und sich über den Schnee freut. Wir sind jetzt übrigens auch schon auf fast 2000 Metern. Richtig krass. Es liegt ja auch Schnee und es ist auch echt kalt, obwohl ja die Sonne scheint. Aber auf den hohen Metern, auf denen wir sind, merkt man auf jeden Fall schon die Kälte hier. Unten hatten wir ungefähr 20 Grad und hier sind so gefühlt vielleicht 5. Schon krass. Jason hat jetzt mal hier die Linie gezogen. Also das alles muss halt weg und wir haben keinen Spaten. Also das wird auf jeden Fall lange dauern, wenn wir das alles wegmachen. Naja, fangen wir mal an. So, das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus jetzt. Also wir haben schon gut die Hälfte von dem Eis hier weg. Aber wir haben halt auch noch die Hälfte vor uns. Und das ist einfach so anstrengend. Also wir haben schon Muskelkater von gestern, weil wir gestern im Fitnessstudio waren. Und jetzt halt das hier alles wegzuhauen, das ist so anstrengend. Vor allem, wir müssen es halt auch machen. Also wir können ja nicht rüberfahren, weil wir sonst... Also sonst ist die Gefahr, dass wir halt hier runterknallen. Und das geht hier... Halt erstmal geht es hier 10 Meter runter. Und dann... geht es da hinten aber noch weiter, also das ist nicht gerade ungefährlich und wir wollen halt auch nicht hier runter
also nicht schlittern, deswegen müssen wir das halt so ebenerdig wie möglich halt hinkriegen. Genau, aber es ist halt scheiße anstrengend. So, der Weg ist gebaut und falls ihr mal irgendwas braucht, um halt Schnee wegzumachen, ich würde sagen, eine Axt, unser Schneidebrett und ein Teller sind da die richtigen Utensilien für. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier langkommen. Okay, so wie ihr seht, wir sind hier schon durchgefahren. Die Kamera hat aber nicht gefilmt, deswegen jetzt für euch nochmal. Okay, kannst. Wow, Überraschung, es hat funktioniert. Die ganze Geschichte hat übrigens 1,5 Stunden gedauert. Und das war natürlich jetzt auch nicht die einzige Sache, die wir machen müssen. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Es ist aber diesmal nicht ganz so schlimm. Es hat hier nochmal so ein schöner Berg. Aber ich hoffe halt, dass da hinten um die Ecke rum, weil das sieht man jetzt nicht, ja, dass da nicht noch irgendwas ist. Aber sonst sieht es eigentlich gut aus, der Weg. Ja, der andere Weg. Also wir fahren dann hier lang und dann hier ist dann der Rückweg wieder. Ja, also mit unseren schönen Utensilien geht's jetzt wieder los. Wie viel Lust hast du von einer Skala von 1 bis 10? 1000. Wir haben alle beide keine Lust mehr, weil wir jetzt alles wieder von Anfang an machen müssen und das auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Und weil wir ja schon 1,5 Stunden dran saßen und jetzt geht es halt wieder los. Man sieht, dass am Anfang aber keinen Fortschritt, das ist halt das Schlimme. Ja, aber diesmal ist es ja auch wirklich kleiner und wir schaffen das schon. Together. So, wir haben jetzt 5 bis 10 Minuten hier was gemacht. Jetzt haben wir absolut keine Lust mehr. Zu Nerven liegen blank. Wir haben einfach keine Lust mehr. Deswegen probieren wir es jetzt einfach so und hoffen, dass es funktioniert. Schauen wir mal. Ja. Hat sich gelohnt, dass wir nicht so viel gemacht haben. Ja, stimmt. Ja, hier fließt das Wasser lang. So. Gut, dann können wir ja weiter. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Schnee, richtig schön. Also wir freuen uns richtig doll. wir sind aber jetzt auch schon, also da unten ist ein Dorf, das ist gar nicht mehr weit weg. Wir werden das auch so minimalistisch wie möglich jetzt hier angehen. Also wir sind da eben ja auch an einer relativ engen Stelle vorbeigefahren, haben das geschafft. Von daher, genau, das schaffen wir jetzt auch noch. So, wir haben jetzt wieder ein Stückchen entfernt. Wie man sieht, wir sind nicht mehr so ganz so fleißig. Aber wir haben auch keine Lust mehr. Aber wird schon passen. Nächstes Mal, aber wir fahren jetzt einfach durch den Schnee durch, weil wir keine Lust mehr haben. Wir können ja mal erzählen, wie oft ich jetzt schon keine Lust mehr haben gesagt habe. Also wir haben hier sogar einen Wasserfall. Schmelzwasser, übelst krass. Und jetzt ging es auch eigentlich ganz entspannt hier durch den Schnee durch. Wir haben ja so eine Offroad-Reifen, da ist es eigentlich kein Problem, aber man will halt nicht hier. Das ist halt das Problem, also dass man hier quasi runtersausen könnte und das ist dann nicht so schön. Aber jetzt geht es erstmal weiter.
Leute, wir haben ein neues Problem. Ihr seht es bestimmt schon. Unsere Straße, die wir lang fahren wollten, die existiert nicht mehr. Das ist irgendwie blöd gelaufen. Scheiße. Ja, mal gucken, ob wir jetzt noch eine Alternative finden. Oder ob sich das alles überhaupt nicht gelohnt hat, mit dem Schnee alles wegzumachen. Schauen wir mal. Scheiße. Wir müssen nämlich zu diesem See kommen. Man hat hier überhaupt keine. Hier ist gar nichts. Jetzt niemand weiß, wo wir sind. Bestimmt mehrere hundert Meter, bis sie einfach runtergeht.